Hallo, meine ausgefallenen Teamzusammensteller und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschig-flauschigen Röntchen hier bei Super Fantasy Kingdom. Ja, der gestrige Tag ist halt ausgefallen, da habe ich alles nicht geschafft und so weiter und so fort. Ihr kennt es ja, ich habe es ja in die Community hineingeschrieben. Heute versuchen wir uns mal wieder daran, dass wir haben ja jetzt bis Tag 12 geschafft. Ob wir das heute nochmal so hinkriegen oder ob wie es bei der letzten Aufnahme war, dass wir heute erstmal gleich den ersten Tag verrammeln. Also Tag 11 haben wir geschafft sozusagen, bis Tag 12 sind wir gekommen. Haben jetzt hier uns auch recht gut ausgeskillt, der hat eine Menge Schaden auf jeden Fall drin. Das ist ja 5%, das heißt 20%, wenn es hochkumuliert, wären es 20%, glaube ich. Lebenspunkte haben wir jetzt auch schon recht weit oben. Die beiden könnte man nochmal beim nächsten Mal dann machen. Aber wir gucken mal, was jetzt kommt. Wir wollten auch heute mal gucken, ob wir den Orb vielleicht uns holen. The gods let me live one more fight. Die Götter lassen mich noch einen Kampf überleben. Genau, die Götter lassen sich noch einen Kampf überleben. Und bevor wir jetzt aber erstmal starten. So. Wir haben kein Bier. Wir haben mehr Holz, als wir eigentlich verkraften könnten. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier unten haben wir wieder die Dinge, aber Steinbruch könnte ich hier mit. Aber hier haben wir den Steinbruch. Wenn wir den erschließen, haben wir 5. Müssen wir nicht auch gucken. Guck mal, hier oben könnte man aber auch gut sammeln. Er hat hier unten 3, hier oben hat er 4. Dann würde ich sogar heute mal die Taverne hier errichten. Dann. Warte, stopp. Ah, die Bäume sind auch hier unten. Ah, hier habe ich auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, hier würde ich diesmal das Holzfällerlager reinsammeln. So, jetzt ist die Frage. Ich habe eigentlich 6 Bretter. 6 Bretter haben wir eigentlich. Wir haben auch schon gleich einmal Fisch, einmal Bieren. Sprich, wir könnten uns heute, weil ich den Tipp bekommen habe, wir könnten auch ja von vornherein uns den Dings holen. Den Armbrustschützen, den von vornherein nämlich dann haben. Dann lassen wir nämlich die Fix dann nochmal arbeiten. Ich habe ja 2 Arbeiter, wenn wir die Fix arbeiten lassen, können wir das machen. Jetzt ist halt die Überlegung, ne? Dann können wir aber nicht die Weizenfarm bauen. Ja, okay. Also wir versuchen uns mal heute mal auf die Variante. Wir nehmen heute... Okay, der ist wirklich ausgegraut. Also der ist jetzt erstmal nicht, der stand nämlich auch drin. Das hier ist jetzt erstmal ausgegraut. Das bringt uns jetzt erstmal nichts, weil wir das nicht haben. Für die Unit da drüber 10. Ah, okay. Also wäre das jetzt zum Beispiel so, warte mal. Hätte er jetzt 16. Wenn ich den jetzt da reinsetze, hat er... Ah, okay. Die Zweitfähigkeit, die wir jetzt aber geholt haben bei der Hexe, die bleibt bestehen. Das Aufleveln bleibt natürlich nicht bestehen. Gut. Also würde ich sagen, wir starten erstmal los. Haben von vornherein jetzt... Warte mal. Das hier bringt mir nichts erstmal. Am Anfang muss ich erstmal den wagen. So, jetzt haben wir wieder nämlich überschüssig. So, weil ich brauche auf jeden Fall... Das Lager müssen wir erhöhen. So, jetzt haben wir 7. Mit... aber ich brauche nämlich jetzt auch den Steinbruch und das Ding. Also wäre jetzt am sinnvollsten, dass wir ein Arbeiterhaus nehmen. Plump. Und dann können wir sogar noch den Steinbruch nehmen. So. Und dann kann ich mir die Farm hier als nächstes dann bauen. Und dann wäre es sinnvoll, wenn ich einen runter, da einen hin. So. In der Reihenfolge würde ich jetzt machen. Vielleicht klappt's. Jetzt hat er nur schon 2 Holz. Holz bringt mir jetzt ja dann nur noch einmal rein. Dann ziehe ich den da raus, ziehe den da rüber. So, aber ich krieg den Mönch noch nicht in dieser Runde, leider. Den Mönch kriege ich noch nicht in dieser Runde, leider. Wie viel hast du jetzt? 4 in der Lagerung. Okay, dann kannst du hier eine raus, eine rein, eine raus, eine rein. Ja gut, hier wäre jetzt ganz okay, wenn wir das anbauen. Wobei, hier eher. So, warte mal, jetzt haben wir nämlich die Farm. Jetzt könnten wir den mal ganz schnell da raus, da rein. Es wird wieder zu knapp sein, weil wir jetzt das natürlich so investiert haben, dass wir den Armbrustschützen von vornherein haben. Ah. Jetzt gehen die Arbeiter rein. Ja, ganz knapp verranzt. Aber na gut, ist ja nicht schlimm. Wir haben von vornherein aber hier unseren Armbrustschützen schon mal. Den ich auch gar nicht schlecht finde. Also der Armbrustschützen am Anfang ist ja gar nicht mal so verkehrt. Und der besorgt uns ja jetzt von vornherein. Kriegt er jetzt ja 2 Punkte
Damit ist der in der nächsten Runde schon, nämlich schon Level 2. So schnell wie möglich halt hochgepusht. Ach, jetzt kommt der Eremit. Ich hab dich erwartet. Woher bekommt ein Einsiedler wie du solche Vielfalt an Monstern? Oh, ich finde sie, wie sie durch den Wald stolpern. Ich singe nur mein Lied und sie folgen. Dinosaurier haben wir auch noch nicht ausprobiert, wa? Dinosaurier haben wir auch noch nicht ausprobiert. Problem ist, ich würde mir gerne mal so eine Info davor haben. Wenn nicht, ich glaube, ich muss mir wirklich mal... Der hier ist für später eigentlich richtig nice. Aber da wir jetzt dann nochmal den Dings dann nehmen, ist halt das Problem. Wenn wir uns jetzt dann nochmal den Mönch nehmen, haben wir ja wieder einen Range. Dann wären wir wieder mit 3 Range. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde es mal mit dem Dino versuchen. Was hast du denn? Dash, never skip leg day, mal 1000. Was? Okay. Ich verstehe es nicht. Mein Englisch ist so crazy schlecht. Hat 8 Lebenspunkte, hat 6 Angriff und hat eine recht große Reichweite. Dann würde ich den mal hier mit ransetzen. So, jetzt haben wir noch einen Dino-Vino. Und dann machen wir jetzt auf jeden Fall noch als nächstes, wenn er den nämlich dann macht, haben wir dann das. So, warte mal. Der Jäger, da brauchen wir ja 9 Steine, genau. Und dreimal das. Also, um eine Sägemühle zu machen, brauche ich jetzt eigentlich eher Holz. So, dann machen wir mal dich wieder raus, dich da rein. Ich habe für 5 habe ich da, packe ich rein. So, wir müssen jetzt schnell noch Holz besorgen. Weil jetzt können wir nämlich auf jeden Fall dich nochmal mitnehmen. Plack. Plack. So. So. Das ist jetzt halt die Frage. Brauche ich noch? Weil ich brauche, wenn ich den Jäger haben möchte, brauche ich nämlich noch das andere. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Jäger wäre eigentlich gut hierhin zu errichten und hier oben mache ich dann das Sägewerk. Kann ich das nicht jetzt schon errichten? Genau, Sägemühle. Zack, plopp, 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 plopp. Jäger wollte ich ja hier. Da brauchen wir 3 Beretskis und 9 Steine. Ah ne, warte mal, da brauche ich ja nur einen da rein. So. Er muss jetzt einfach nur 3 Bretter machen. Wenn ich 3 Bretter habe, schicke ich den wieder in die Taverne, weil wir dann nämlich dann wieder aufteilen müssen. Der Bogenschütze ist schon wirklich nice. Wenn du den wirklich von vornherein nämlich dann hast. Wird aber ziemlich groß. Der Dino Hino. So, ja. Das ist der Dino, der hier so Krach macht. Oh, schön, dass wir so einen schönen Dino da haben. So, Armbrustschütze schon Level 2, was von Vorteil ist. So, dann haben wir nämlich gleich schon mal mehr Schaden, schon in den hinteren Reihen. So, bei Mönch ist halt immer noch zu gucken, ob wir den wirklich gut hinkriegen. So. Habe ich bei Mönch eigentlich auch schon die zweite Fähigkeit? Schaltet die passive Fähigkeit bei der Hexe frei. Das wäre jetzt als nächstes, da könnten wir den nämlich auf viel noch trimmen. Das wäre auch nicht so schlecht. So. Ja, jetzt habe ich den da. Hä, warte mal, da fehlt doch einer. Ach so, jetzt mache ich den da drin, aber. Gut, warte mal, eigentlich ist das gar nicht schlecht, wenn ich das erstmal so laufen lasse. Ich noch ein bisschen Holz kriege. Habe ich jetzt nicht. 2 Bretter habe ich da, dann gehst du nämlich darüber. Du machst jetzt nochmal ein Brett, dann haben wir genügend Bretter drin. Jetzt brauchen wir nämlich nur noch das, damit wir den Jäger haben. Über Jagen haben wir 1, 2, 3. Ich würde den Jägerstand wirklich hierher errichten. Ah, Mist! Jetzt weiß ich, warum es so nicht geklappt hat. Wir mussten das so machen. Ansonsten müssen wir es mit der Goldmine nochmal versuchen. Eigentlich wäre es auch gut, wenn du hier als nächstes Mauern verbessern wieder gehst. Das ist immer so ein Hickhack. Mist. Dann mache ich den am nächsten Tag so. Der hat nämlich auch eine Menge Bretter. Dann machen wir den erstmal voll, dass wir das Ding da machen können. Okay, auch noch immer ohne große Probleme. So, Mönch und Dino. Sind die jetzt nicht sogar auch Level Up? Dann hatten wir jetzt immer dieses Problem am Anfang gehabt. Nee, Mönch und Dino haben noch kein Level Up. In der nächsten Runde. Jetzt müssen sie diesen Tag nämlich überleben. Genau, das war das Problem. Der Tag muss jetzt überlebt werden, damit das Sinn macht.
Also, ja, toll. Das bringt mir jetzt gerade gar nichts, dass sie meine Farm. Hahaha. Wenn man die König ein bisschen einsetzen könnte, wirklich, das wäre gut. Wenn du zum Beispiel sagst, König, geh jetzt mal dahin, damit ich den da wenigstens ein bisschen pushe oder sowas. So, okay, du kannst jetzt die auch eigentlich wieder herunterschrauben. Dann brauchen wir... Warte mal, was brauche ich denn für eine Goldmine? Nochmal 3 Steine, noch 2 Bretter. Warte mal. Ich habe 5 Bretter. Da brauche ich insgesamt 12 Steine brauche ich. 12 Steine. Wie viel habe ich denn jetzt hier drin? 3, dann sind wir bei 11. Eigentlich gar nicht schlecht. So, warte mal, jetzt können wir nämlich hier den Jäger... Ne, stopp. Den Jäger hier bauen. Da rein. So. Kannst du mir das nämlich jagen? Und dann könnte ich hier die Goldmine bauen. Wenn ich die Goldmine habe, könnte ich das abbauen. Habe ich noch irgendwo einen, nämlich... Warte mal, da habe ich einen drin. Wow, ich habe jetzt einen Überhang. So, Goldmine. Bumm. Zack. Jetzt habe ich 10. Oh, warte mal. So. Jetzt hat er nämlich schon gleich den Doppelschuss, was gar nicht ist. Der Dino, der drückt zurück. Das ist auch eine coole Fähigkeit. Aber ich sag mal, ich glaube, im Tag 4 hatten wir eigentlich schon immer so ein bisschen Probleme gehabt, dass wir das Ding überlebt haben. So, aber jetzt müssten Dino und Mönch jetzt nächste Stufe haben. Und der Armbrustschütze, der kriegt jetzt Fleisch. Jetzt haben wir Dino und Mönch auf Stufe 2, was natürlich einen sehr guten Vorteil macht. Der hat jetzt 7er Angriff und der hat jetzt einen 10er Angriff. Der hat dann 11er Gesundheit und der hat dann 24er Gesundheit. Sehr gut. Und wenn alles gut geht, hat der Armbrustschütze in der nächsten Folge... wunderbar. Oh, warte mal. Ja, ich habe wieder nichts zum Verkaufen wahrscheinlich. Hey! Wenn ich ein Brett hätte, würde ich ein Gold bekommen. Wenn ich Erz hätte, würde ich das bekommen. Nein, danke. Das muss ich mich auch noch ein bisschen hinhandeln, dass ich das irgendwie kriege. So, warte mal. Du arbeitest jetzt Eisen ab. Da habe ich mir jetzt noch einen Steiner, der da drin ist. So, der macht dann die Jagd. Genau, wofür hatte ich Eisen? Ach genau, da könnte ich zum Beispiel dann sagen, ich brauche die Steinmine. Und hier brauche ich jetzt Mauern, nämlich als nächstes. Hier hätte ich dann noch Anbauer, könnte ich noch verbessern. Da habe ich ein Planier, da brauche ich gar nichts. Hier könnte ich nochmal ein neues Zimmer für mehr Einheiten verbessern. Dann würde ich aber sagen, ich ziehe dich mal raus, ziehe dich mal rein. Der Jäger, ist der überhaupt noch aktiv? Ja, der Jäger ist noch aktiv. Okay. Ich brauche nämlich noch mal mehr Stein. Hier außen kann ich ja eh jetzt gerade nichts machen. Die sind doof. Die müssen wir wegkriegen. Als allererstes. Wenn er die als erstes weg hat, ist es am besten. Doppeltritt. Ich muss sagen, der Armbrustschütze, der lohnt sich wirklich am Anfang. Das ist wirklich ein schöner Tipp. Der Halbding ist ja auch nicht schlecht, aber der Armbrustschütze, da du den ja gleich in der ersten Runde abkassieren kannst, ist der schon sehr lohnend. So, Attack Faster, zweimal für alle Einheiten oder 50% mehr für mit vollen Dings. Das bringt mir ja nur was, habt ihr gesagt, wenn sie das Ding haben, ne? Und mein Krieger hat zum Beispiel nie immer voll. Und zweimal für alle Einheiten heißt, dass dann der Ritter nämlich erhöht wird, weil die anderen haben ja alle keine Verteidigung, glaube ich. Muss ich mal jetzt gucken nochmal, also... Du hast in dem Sinne ja keine Verteidigung, dadurch bringst du nichts. Aber dadurch habe ich ihn aufgewertet. Beim nächsten Mal muss ich das andere mal sehen. Ich muss mir das ein bisschen mal jetzt anschauen. Im Endeffekt sind die hier nur so doof für den Bogenschützen zu treffen. Merke ich gerade. Leute, könnt ihr die bitte irgendwie abhalten?
Das ist witzig. Die sind nur so ätzend, weil die halt immer so komisch im Kreis laufen. Und dadurch hat der Bogenschütze ein Problem zu treffen. Sehr gut. Aber wir haben sie gekriegt. Tag 5 ist erledigt. Als nächstes müssen wir gucken, dass wir die auf jeden Fall gleich nochmal aufwerten, weil jetzt der 6. Tag ist dann zum Beispiel nochmal ziemlich schwierig, finde ich. Obwohl ich glaube, der Ambo-Schütze hat jetzt schon wieder das nächste... Beide haben gutes Fleisch bekommen. Das heißt, die kriegen 5 Punkte. Der ist schon Level 3. Wow, der macht gleich auf Level 4 hoch. Das ist ja krass. Ey, warte mal, der doch. Egal. Finde ich gut, finde ich gut. Wir haben jetzt die beiden Ranges schon verbessert. Ich habe dich einmal als Kind gesehen. Es war beim großen Fest in diesen Hallen. Yes. Ja, an den Tag erinnere ich mich gut. How can this be? Wie ist das möglich? Ja, das ist mein Geheimnis. Mm-hmm. Ich habe ja kein Geld. Moment mal kurz, da war ich wieder da. Okay, und weiter geht's. Also wir können jetzt gerade keinen nehmen, wir haben jetzt gerade nichts da. Aber ist ja nicht schlimm, wir versuchen es jetzt erstmal noch so. Okay, wir müssen jetzt mal gucken. Ich muss... Stopp. Der Jäger... Hey, warte mal, da fehlt doch jetzt einer. Okay, pass auf. Du gehst da rein. Du gehst da rein und los. Ich brauche auf jeden Fall Essen für alle. Das ist ganz wichtig. Ohne Essen ist schlecht. Wir brauchen für alle drei Essen, damit sie halt aufgewertet werden. Ich kriege auf jeden Fall nochmal einen Fuchs für heute. Der arbeitet ja da unten. Na, wunderbar. Na gut, wir sind zumindest schon... warte mal. Was heißt denn das? Guck mal, jetzt haben wir... Wir gehen mal auf den. Der hat 24 und 9 und 24 und 10. 24, 9, 24, 10. Und jetzt hat er 30, 12. 31, 16. Sehr gut. Dann haben wir das auch schon mal aufgebessert. Hallo, ich habe dich doch jetzt rausgezogen. Mist, da rein musst du. Ah... Ich hoffe, der geht jetzt nicht heim, sondern holt noch wenigstens den Fuchs allein. Was heißt, wenn ich den verbessere? Manier entfernt Dickicht. Oh. Dazu brauche ich ja... Warte mal. Ich könnte jetzt herstellen. Entweder eine Schmelzhütte, da brauche ich 9 Stein. Brauerei ist eigentlich auch nicht schlecht. Oder ich gucke nochmal, dass ich nochmal ein Portal bekomme. Das ist jetzt noch die Frage. Und dich kann ich ja jetzt erstmal nur noch aufbessern, wenn ich dich auf... stopp. Da brauche ich 2 Gold, da brauche ich 16 Holz und da brauche ich 8 Dinger da. So, jetzt wird es ja schon ein bisschen übler. Die Runde sieht bis jetzt ganz okay aus. Auch gut getroffen. Und nochmal gut getroffen. So, wir haben jetzt 81. Das ist jetzt gar nicht so schlecht abgelaufen, muss ich sagen. Der Dino ist eigentlich gar nicht schlecht. Unser kleiner T-Rex. Jetzt habe ich leider kein Fleisch drin. Habe ich jetzt leider nicht geschafft. Ich glaube, das Brot ist das nächste, was man halt jetzt ganz gut machen kann. So. Aber mein Ambo-Schütze geht schon auf Level 4 hoch. Das ist krass, wenn du von vornherein... Ja, eigentlich müssten wir als nächstes gucken. Guck mal, der macht ja auch die meisten Kills, der Ambo-Schütze. Des Weiteren pusht er unseren Ritter hoch. Jetzt bräuchten wir aber wirklich noch... ich muss mal gucken. Ich muss den hier verbessern. 3 und 2, dass wir nochmal einen kriegen mit dem Ob zum Bleistift dann. So, wenigstens auch mal einen mehr haben, der dann nach oben hin hierhin absichert. 3 und 2. Genau, warte mal. Wir können ja nur einen jagen. Leider. Der geht jetzt einen jagen. Ach, heute kommt ja auch der Goblin-König. Das passt ja eigentlich. Da müssen wir uns da nicht so drauf konzentrieren. So, der hat den jetzt gejagt, sammelt den ein, bringt den rein und jetzt hat er ja nichts zu tun. So, pass mal auf, dann machen wir das so. Also, ich bräuchte, wenn ich dich hier noch einmal nehme, baue ich dich noch einmal an, dann könnte ich mich hier... Ne, den habe ich ja. Warte mal, stopp. Ich muss kurz überlegen. Hier ist jetzt die große Frage. Portal heißt mehr Einheiten, ist eigentlich sinnvoller. Jetzt gerade ist ein Portal, finde ich, sinnvoller in der Runde noch. Wir müssen jetzt erstmal nur sparen und vorankommen. Sparen und vorankommen heißt das eigentlich. Ne? Ja, eigentlich schon, oder? Mehl. Dann brauchen wir Brot. Aber ich habe keinen Platz. Das klappt noch nicht mit der Brotbäckerei. Da fehlt ein Platz. Sprich, wir müssen erst
von den Wegen her auf die 50 kommen, dass wir da was machen können. Weil dann könnten wir, glaube ich, nochmal einen Punkt mehr investieren. Oh, warte mal. Habe ich ja auch schon. So, ich habe wieder Stein drin. Ich habe das drin. Gut. Orb kann ich ja noch nicht machen, weil ich da 175 brauche. Jetzt kann ich hier auch wirklich nichts weitermachen. Der ist alles nicht mehr drin. Okay. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wobei, wir könnten auch nochmal ein Arbeiterhaus machen. Das würde auch noch was bringen. Produktivitätsschein erhöht. Produktivität. Habe ich auch noch nicht ausprobiert. Das heißt im Endeffekt, dass sie nochmal mehr machen. Weißt du, also wir machen das mal. Probehalber. Placeholder. Okay. Okay. Gut, jetzt weiß ich, es ist nur die, die in der Nähe sind. Ah, okay, gut. Gleiches gelernt. Ja, jetzt geht der Goblin-König. Ich werde dich fertig machen. Mein Königreich. So. Boah, das ist krass. Vom Damage her, was. Guck mal, der doppelten Hit macht, trifft immer einer mindestens noch den Goblin-König. Wie weit der schon runter ist. Also von vornherein wirklich da hinein investieren ist schon gut. Bumm, der ist schon gleich tot. Fertig. Wir haben noch nicht mal Nacht. Oh shit. Ich habe jetzt irgendwas gewählt. Was habe ich denn da jetzt gewählt? 25% für 5 Sekunden nach Blocken eines Angriffs. Mist. Was lassen wir mal gleich machen? Nimm mir mal bitte den. Jupp, wir fordern den mal heraus. Dann kommt der nämlich jetzt noch dazu. Guck mal hier mal. Wir haben mal eine ganze Menge Holz. Wenn eine ganze Menge ist. So, pump. 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 So, den nehmen wir jetzt gleich einfach mal mit. So, haben wir den auch gleich noch erledigt, weil dann können wir jetzt hier nämlich jeden Morgen eine Ressource liefern. Die. Achso, halt schon wieder. Weißt du vielleicht von einem Zauberer? Sein Turm ist explodiert. What? Was? Wo? Durch den Wald und nach Norden. Ich bezweifle allerdings, dass du ihm helfen kannst. Heute ganz der Goblin-König. Also die kann mir immer das sagen. Hier ist doch, glaube ich, dann auch nochmal, wo du denen dann nochmal was machen musst. So, wir sind ja jetzt auch schon wieder ready. Ich habe jetzt 5 davon. Wie viel muss ich denn machen, damit ich den jetzt aufwerten kann? Da brauche ich 8. Da brauche ich jetzt 16 oder brauche ich 2 Gold? Also eigentlich wäre es gut, jetzt auf Goldbarren nochmal zu gehen, wa? Schmelzhütte brauche ich noch einen neuen Stein. Also ich habe jetzt einen da. Ich habe jetzt da eine ganze Menge davon. Dann setze ich dich mal da rein. Guck mal. Der müsste jetzt auch doppelte Ressourcen bringen. Weil der König gerade da ist. Was gut ist, weil wir die auch gerade brauchen. So, komm. Dadurch haben wir jetzt ein bisschen mehr. Toll, der ist schon wieder raus, dann ist schon wieder weg. Achso, wir müssen da mal das Holzlager eigentlich mal verbessern, oder? Ganz neue Bäume. Ja, gut, bringt mir jetzt aber gerade gar nichts. Wirklich gar nichts. Naja, naja. Haben aber wieder Fleisch drin. Was Gutes. Dadurch kriegt der dann. Ah, guck mal. Dino hat Push auf Level 3. Oh, der braucht jetzt 7. Also ist am Ende wirklich nachher Brot das Beste. So, jetzt haben wir den nämlich schon auf 4. Den auf 3. Der könnte nächste Runde 4 gehen. Der ist schon. Du musst halt gucken, dass du so schnell wie möglich die alle nach oben bringst. Vom Level halt her, ne? So. Wir brauchen jetzt die Steine, hatten wir gesagt. Wir wollten gucken, dass wir die Schmelzhütte reinkriegen. Wenn wir die Schmelzhütte kriegen, könnten wir ihn nämlich auch nochmal pushen. Dann würde er nämlich auch nochmal eine Fähigkeit freihalten, so wie er mit 2 und plus 20 Unit in Front, also für die vorne. Both. Doch nicht im Front. Also das hier ist in der zu mir. Der Ritter hat also jetzt extrem Rüstung drauf. Das ist halt die Frage. Könnte einen Anbauer nehmen? Sucht mir eine Reihe in der Nähe der Flagge. Oder ich erschließe einfach die Goldmine. Das ist auch nicht das Problem. Warte mal. Ah, ist was Gutes? Wir erschließen mal jetzt den Steinbruch. Produktion. Alle 12 Sekunden ein Freiweg zum Steinbruch auf hohem Gras wird benötigt, um den abgetragenen Stein automatisch zu transportieren. Ja. Okay. Ja, so. Jetzt haben wir nämlich einen, der da drin ist. Dann brauche ich dich jetzt aber da nicht mehr.
Ein Tor plus eine Einheit mehr. Genau, hier hatte ich ja gesagt, wollten wir... Genau, dann brauche ich jetzt hier einen rein. Den habe ich jetzt da rausgezogen. Mein Jäger... Warte mal, stopp mal, stopp mal. Da ist einer drin, da ist einer drin. Oh, komm mal da rein. Und los. Und F, weil du musst mir nochmal jagen gehen, mein Freund. Oder gibt es gerade nichts zum Jagen? Doch, müsste es doch. Da unten, den Wolf. Oh, jetzt wird's schon übler. Gut. Okay. Die Augendinger sind irgendwie noch das Heftigste. Problem ist nur, wenn du vorne den hast, dass wenn die vorne an den rankommen, Es geht noch. Er hat 136 Schild und wir haben den jetzt auch schon geknackt. So, was hatten wir gesagt? Wir brauchen, da brauchen wir 175 für den Orb. Okay, den haben wir jetzt auch fast. Sehr gut. Also haben wir jetzt auch Tag 8 wieder gut. Also ich muss sagen, bis jetzt ganz gut gemacht. So, wer kriegt jetzt nochmal Fleisch? Armbrustschütze kriegt Fleisch. Ah, und zwar nicht der Richtige. Aber Mönch hat jetzt nächste Stufe. Mönch hat auch schon... Wir sind schon mal ganz gut gekommen vom Level 4. Also, weil wir schon auf Level 4 sind. Tag 9. So, jetzt gucken wir mal... Ach ja, sie kann mir jetzt wieder eine feste Verbesserung geben. Das ist zum Beispiel fest. Hm. Oh, das ist ja genial. Always regenerate. Always war doch jeder, ne? Jeder regeneriert ein Leben. Rejuvente. Okay, jetzt wird es langsam komisch, weil das kann ich mir jetzt ja überhaupt langsam nicht mehr. Das ist ja heftig. Viel zu heftig alles. So, jetzt google ich mir das einfach. Rejuvenate. Verjüngen. Eins. Macht verjüngen? Ach, das ist ein Heal, ne? Permanent frei. Ist die Frage, machen wir das oder hole ich mir lieber den Orb? Problem ist, beim Dino weiß ich nicht immer, ob ich den kriege. Aber wenn ich den Orb mir hole, den habe ich ja dann fest drin. Ne, wir machen heute mal nicht. Wir wollen erstmal, wir holen jetzt erstmal den Orb. Ist ja nochmal alles aufbaumäßig, ne, unterwegs. So, mein Jäger müsste auf jeden Fall nochmal einmal dahin. Pass mal auf, wen haben wir denn noch irgendwo? Dich da, dann packe ich dich mal da rein. Jetzt könnte ich sogar die Taverne verbessern. So, warte mal, du bist jetzt ready, dann kannst du hier nämlich auch nochmal schnell mit rein. Ich brauche mehr Essen, gerade mal heute. Sehr gut, haben wir es schon mal drin. Dann haben wir jetzt, die Schmelzhütte. Ich habe dich jetzt rausgenommen, ich mache dich mal in die Schmelzhütte rein. Du machst aus einem einen. Ich weiß ja nicht, ob es was bringt, ne, also ganz ehrlich. Du bist halt Straßen und Steine, oh. Na, das hier ist nur, ja genau, also entweder dreimal für alle Units, bringt mir halt nichts, weil die alle gar keine Rüstung haben derzeit, die ich gerade bei mir habe. Aber das bringt mir auch nur was für die, die nicht. Also können wir das mal machen, weil dann hat der hier noch mehr Schild. Ich habe einen Goldbarren, meinen ersten Goldbarren. Jetzt wird es übel. Wir sind jetzt schon langsam so ein bisschen dran, dass die sehr nah kommen. Sehr gut, sehr gut. Oh, oh. Ja, okay. Jetzt hat es den Mönch schon wegzerrissen. Hat es den Mönch schon zerrissen. Ja, knappe Kiste jetzt gerade schon, weil der Mönch hat es jetzt schon weggeballert. Jetzt wird es schwieriger langsam. Also wäre es jetzt eigentlich sinnvoller, eigentlich wäre doch der Orb besser gewesen. Also der, dass wir den Dings bekommen. Der heilt sich leider noch auf, hat aber zum Glück vorher Runde schon das Level up gehabt. So. Okay, pass auf. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Was ist denn jetzt das nächste Sinnvolle, was wir machen könnten? Ich
Hier hätten wir nur noch eine Arbeit an Geologe, Geschwindigkeit Schrein. Das heißt nur, dass die schneller sozusagen sind. Mit dem Gold kann ich jetzt, warte mal, doch, mit dem Gold kann ich noch eine Sache machen. So, jetzt haben wir den verbessert. Dann ist der schneller unterwegs. Jetzt wäre eigentlich nur noch mal, wenn ich den hier ein bisschen erhöhe, ne? Aber 16 kann ich nicht lagern. Doch, 16 kann ich lagern. Kann ich. So, jetzt ist der nämlich schon mal verbessert. So, 6 mal Nahrung haben wir. Warte mal, stopp mal, stopp mal. Wo habe ich denn jetzt noch einen drin? Ich jetzt 2 da. Dann nehme ich den da mal raus. Pack mir mal hier einen rein. Ich brauche wieder Fleisch. Heute gibt es Bärchen zum Frühstück. Zum Abendbrot. Oh, warte mal. Ich gucke auch immer viel zu selten. Was heißt das jetzt hier? Könnte jetzt vielleicht sein, dass es ein Fehler war, weil ich den jetzt herausgefordert habe. Weil wir müssen ja auch mal ein bisschen herumprobieren. Dann machen wir noch einen, wo wir hier noch mal ein bisschen Geld kriegen können. So, danke. Dann holen wir nämlich jetzt hier den Orb. Ich weiß zwar nicht, was das heißt. Was heißt denn ein Orb? Was heißt denn ein Orb? Wie, ich nutze einen Arbeiter nicht. Ich habe den Arbeiter nicht mehr genutzt, oder was? Jetzt könnte es übel werden. Jetzt könnte es übel werden. Ah, okay, wir verlieren. Tschüss! Geht es schon weg, ohne Ende. Aber passt gut. Sind wir nur bis Tag 10 gekommen, aber ich muss ein bisschen herumprobieren. Also wir hätten es geschafft, hätte ich den jetzt nicht gerufen. Ich wusste nicht, dass da so eine Masse kommt. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Oh. Ja. Aber gut. Haben wir gelernt. Wir haben mal wieder was dazugelernt. Also die Monster sollte ich nicht kommen, aber wir hätten nur noch den und den da. Dann hätten wir den Tag geschafft. Also wir hätten es geschafft. Hätte ich den nicht gerufen, aber ich muss das für mich ja erstmal herausfinden. Nächste Runde haben wir ja den einen Orb dann. Das können wir dann in der morgigen Folge sehen. Wir verbessern uns jetzt ja stetig schon mal. Das mit der Armbrustschütze von vorne rein zu investieren, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Der Dino ist gar nicht schlecht. Und jetzt als nächstes würde ich dann auch die Leute verbessern. Ich muss jetzt wirklich noch gucken. Eigentlich wäre es gut, wenn wir jetzt danach nochmal Geld sparen und das Dorf auf 500 umwerten. Das wäre eigentlich ganz gut. Wenn wir das Dorf auf 500 aufwerten, hätten wir einen ganz, ganz großen Vorteil. Aber für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommis immer was Feines oder ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Dann gucken wir mal, was nun der Orb heißt, was ich dabei machen kann. Vielleicht habt ihr es mir bis dato ja dann auch schon beantwortet, was der Orb bringt. Und genau. Dann werden wir weiterhin durchziehen. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss!